Hey ho, hier ist der Guso und er kommt wieder gegen sein scheiß Mikrofon. Egal. Intro. Wenn ich es nicht schon vorher abgespielt habe, was fail wäre, aber egal. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen gewartet, weil ich jetzt nicht alles jammen wollte. Klar, ich meine, ich sitze jetzt da wie der und hau jetzt hier die Gems raus, aber wie gesagt, mir liegt so mega viel dran, dass ich das ausprobieren möchte und euch das halt eben auch zeigen will, weil wie gesagt, dieses in Anführungsstrichen ständige, ich meine, klar, es ist geil hier, epische Angriffe habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Oder eben hier sowas braucht man mit der Strategie echt nicht probieren. Also es geht ja wieder um, wie cool, ha, nice. Ja, das ist geil. Aber ich kann hier relativ schlecht clearen wegen der Luftabwehr. Ganz klare Sache. Ich probiere jetzt mal hier so ein bisschen. Und dann hoffe ich einfach, dass die. Na, das Äußere könnte. Was? So schnell sind die Minen. Ah, oh, so krass. Ey, das denkt man nicht. Man denkt, ah, ne, ja, hier droppst du die mal. Ich bin der Meinung, das waren 20. Waren das echt 20 Stück? Dann werden. Ja, doch, das passt. Das kommt hin. Krass, ey, oder? So, jetzt kommt die Queen an den Start. So, von zwei verschiedenen Seiten mache ich es jetzt einfach mal. Und ihr seht schon, es sind nur Bogitürme. Es sind nur zwei Bogitürme. So, jetzt. Oh, jetzt gibt's richtig Ärger. Ich hau jetzt mal den Earthquake. Ja, den Giftzauber rein, der hätte meiner Queen jetzt nämlich sonst richtig, also die CB hätte meiner Queen sonst richtig zugesetzt, auf jeden Fall. So, jetzt wird's interessant. Ah, doch, die hält. Also ganz ehrlich, wenn sie einen 10er King aushält, dann geht das schon. So, jetzt musst du aber Gas geben, Mädel, weil wir wollen ja rein. Ja, geil. Das ist schon mal geil. Das Alex ist schon mal nice. Das ist so, sag ich mal, okay, die Heiler sind bezahlt, so nach dem Motto, was ich mal hoffe. Ich habe mir die noch nicht durchgerechnet. Hier auch wieder so geil. Sie gehen nicht auf meine Heiler. Richtig geil. Ja, okay, das ist jetzt eine. Aber ihr müsst dazu sagen, wieder 1 Minute 30. Wir haben nicht so viel Zeit. Die Queen muss jetzt regeln. Wenn. Oh, sie rennt wieder nicht raus. Yes, ey. Es ist meine Liebe. Oh, ich mag sie. Ich mag die Queen einfach. Ich mag sie. Und ihr wisst, ich war immer, ich fand die Queen immer viel besser als den King. Aber ganz ehrlich, mit der Strategie wirst du doch einfach nur zum Goldmädchen, oder? Kriegst du das alleine hin? Egal. Ich will es nicht riskieren. Ich hau jetzt noch einen Heiler rauf. Ah, okay. Die andere Queen ist. Yeah! Das Dark Elixir ist meins. Aber ich glaube wirklich, ein paar Bogies und ein paar Kobis und sowas für draußen wären auch gar nicht so fail. Also jetzt muss ich gucken, dass mir die halt nicht down geht, logisch. Und ich eventuell noch ein bisschen was an Loot ziehe. Ganz ehrlich. Die 500, die hau ich nicht weg. Das probiere ich wirklich mit der CB zu kompensieren. Was man auch sagen muss bei der Strategie, das geht natürlich darauf aus, Hauptsache ich habe das Dunkle und fertig. Hier, so eine Sache hier jetzt, dass ich eventuell sogar noch das Rathaus mitnehme, ist cool, aber das kann natürlich auch relativ schnell sein, dass er da wirklich mit den Pokis richtig runterfällt. Zack. Ja, geil. Sehr geil, das war in Ordnung. Das war gut. Läuft auf jeden Fall. Minions sind im Ausbau. Sind genügend Heiler? Doch, 9 Stück, oder? Ja, genau. 9 Stück sind drinne. Passt. Wieder 1,8K. Gut. Aber dann ist natürlich wirklich die Frage, man muss sich in dem Bereich aufhalten, wo es halt eben auch so viel gibt. Weil, wie gesagt, 1000K. Ja, 1000K, genau. Wir haben erstmal 1000K. 1K Dunkles lohnt sich dann nicht wirklich. So, wie gesagt, ich muss auch die Ressourcen im Blick behalten, weil ich gucke jetzt mal, was kostet ein Heiler? Ein Heiler kostet 10. 50k, wenn ich die komplett voll mache, bin ich bei 200k. Ja, das geht aber. Das ist aber in Ordnung. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Das stimmt schon. Mit dem.
mit dem unteren Town Hall ohne Blitzen ist eine schwierige Nummer, auf jeden Fall. So, da bin ich wieder. Ich finde das so geil. Ich kann jetzt nämlich komplett... Ach, ja, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Meine SSD ist am Start. Richtig geil. Somit kann ich jetzt einfach ganz gechillt laufen lassen und muss nicht cutten. Und ich weiß ganz genau, nach 20 Minuten kommt nicht der Zack-End-Button, sage ich mal. Nee, das ist natürlich richtig geil. Weil ich jetzt gerade noch Aufträge ausgedruckt habe und so weiter und so fort und einfach nur gewartet habe und dann, weil nämlich sobald ich in Camtasia die Aufnahme beende bzw. pausiere, kann es sein, dass ich zu einem, ja, dass es zu einer Unsynchronität führt. So. Wir greifen nochmal an. Ja, sowas wäre natürlich auch ziemlich nice. Sowas Queen reingesetzt, aber geht nicht. Wisst ihr selber, weil die Heiler weggefetzt werden würden. 2,3 und das ist Town Hall 10. Das ist wirklich... Aber das DLX steht hier schon so dicht. Ich mach das. Ich mach das, auch wenn ich megamäßig auf den Sack bekomme, ich mach das. So, jetzt gucken wir hier, was hier geklärt wird, was hier nicht geklärt wird. Weil wenn hier wirklich jetzt einiges nicht geklärt wird, habe ich ein Problem, aber egal. Da, wie gesagt, dazu ist es da. Ich bin, wie gesagt, ich bin kein Pro in diesem Bereich. Ich probiere das einfach für euch, dass ihr seht, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Es kann jetzt sein, dass die Queen daneben rennt und ich ein Problem habe. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe, sie ist nett. Komm! Alter Verwalter, das waren jetzt... Hatte ich 13? Ich glaube ja. Und das ist nur ein Level 2 X-Bow. Ja, das ist... da denkt man Magierturm, oh hier. Aber das ist Pillepalle. Das ist... Aber jetzt, wie gesagt, wollen wir sehen, dass die auch wirklich reingeht. Weil sonst hätte ich ein Problem. Wenn du nur ein bisschen außen clearst, ist das in Ordnung. Ah, X-Bow ist schon leer. Sehr geiles Ding. Klar, der ist das halt nicht gewohnt. Genauso mit Riesen, die geheilt werden. Denkt man auch am Anfang. Ja, genau, sie geht rauf. Sie geht rauf. Ja. Oh, ihr wisst gar nicht. Ja, es... Oh, es ist einfach... Also, ich bin so einer, man erkennt natürlich immer gleich die Freude so. Aber so muss es auch sein. Oh. So, jetzt gucken wir. Wir haben die Hälfte der Zeit verballert. Was aber in Ordnung ist. Da kommen wir mit hin. King ist noch gut dabei. Oh, ho, 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 ho. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Alter, ziehen die der Queen richtig die Hosen aus, ey. Und der nächste X-Bow ist leer. Also ganz ehrlich, das ist natürlich die Elixier-Vernichtungsmaschine für den Gegner. Also echt, was du hier an Elixier für den Gegner raushaust, das geht gar nicht. Der ist natürlich richtig am Kotzen. Ja, und sie zieht es. Sie zieht es. Komm, dann ragen wir dich halt, okay. Aber man sieht es halt, also wirklich, weil das sagte der in seinem Video auch, Town Hall 10... Ja, genau, das war's. Town Hall 10, klar. Ich weiß warum. Ja, jetzt werden die mich wieder kommen. Klar. Heiler und Infernos wird nicht so richtig was. Klar, aber ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. 2,2k läuft, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, wir dürfen nicht vernachlässigen jetzt. Ich müsste jetzt theoretisch warten. Ich weiß nicht, ob ich warte. Ich weiß wirklich nicht, ob ich warte, weil die Sache ist halt die, wenn ich jetzt warte, warte ich natürlich auch wieder den Boost weg. Also sprich, ich warte jetzt 5 Minuten, habe ich 5 Minuten weniger Boost. Der Boost würde aber wiederum nicht so viel kosten, wie jetzt die Queen zu jammen. Zwickmühle. Ich guck mal, was ich mache. Ich guck gerade hier gerade in den Log. Es sind gerade 32 Minuten. Und ich komme auf knapp, wenn ich mich nicht verzählt habe, 10k. Das heißt, 30 Minuten 10k, das ist echt eine geile Nummer. Ich meine, klar, wie gesagt, jetzt davon wirklich abgesehen, das muss man wirklich auch knallhart sagen, abgesehen davon,
wie viel Gems ich jetzt noch zusätzlich ausgeballert habe, weil das muss man natürlich eigentlich auch reinrechnen. Weil man kann nicht sagen, oh ja, und auch für die Minions habe ich ja auch wieder ein bisschen was bezahlt und so weiter und so fort. Also das muss man alles so ein bisschen gegenrechnen. Aber Fakt ist, das, was erstmal dasteht, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, mal gucken, wir haben Boost noch, ja, etwas über eine Stunde. Das passt also. Bloß wie gesagt, bloß dass ihr mal wisst, so 30 Minuten 10k ist sogar beim Guzua machbar. Mal gucken, wie viel wirklich noch in einer anderen Liga vielleicht machbar wäre und so weiter und so fort. Das sind ja alle so eine Fakten, die da reinspielen. Wie gesagt, was ich mir wirklich merken muss, ist definitiv Hände weg vom Inferno-Turm, dann ist Ende, klar, dann ist total weg. So, jetzt bin ich hier soweit voll. Ich, wie gesagt, ich mache da keinen Hehl draus, ich gem die jetzt. Und dann ist das gut. Dann passt das. Wie gesagt, da will ich auch wirklich nicht, da soll gar nicht dieses, oh naja, ich will irgendwas vor euch verstecken oder sowas. Das will ich gar nicht haben. Fertig. Das, was ich gemacht habe, mache ich und fertig. Ah, hier könnte man kurzes Rathaus snacken, aber das ist mir zuwider. Oh, das ist das so ein... das ist nochmal ein ganz anderer Kick. Also wenn einer da sitzt und sagt, oh naja, mich flasht das jetzt gerade nicht mehr so doll, fangt damit an wieder. Fangt damit an. Hier probiere ich jetzt mal komplett ohne Minions, weil die kann ja nicht außen rum rennen. Ja, oh, Luftfeger läuft bei dir. Ja, hier die Air Defense ist hier sehr dicht dran gewesen. Das war definitiv nicht gut, klar. Aber wie gesagt, ich habe die Minions, ja, behalten. Was natürlich auch jetzt so fail nicht ist. Spart man natürlich doch einiges an Kohle. Jetzt im dunklen Bereich, klar. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was. Und wie gesagt, da ist schon das Dunkle. Also ich denke mal, durch die paar kleinen Mauern kann sie sich super gut durchkämpfen. Bis jetzt auch noch mit einem Heiler. Also der eine ist natürlich schon, der hat ins Gras gebissen schon. Ach, ich hau mal den nächsten noch raus. Gönnen wir uns doch einfach mal. Na, 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 na. Das gibt es nicht. Ey, das gibt es nicht. Man denkt, ach, kein Thema. Ich meine, es ist eine 17er Queen. Also die kann ja eigentlich auch was. Und dann zack. Schnetzelt die da alles, beziehungsweise wird die da so weggeschnetzelt. Jetzt gucken wir mal, dass die auch ein bisschen hier in dem Bereich bleibt. Ich könnte ja jetzt noch mit Minions ein bisschen gegensteuern, will ich aber eigentlich nicht. Ich habe noch also immer die Zeit im Auge behalten, auf jeden Fall. Wenn die jetzt wirklich außenrum rennen sollte, also jetzt in dem Bereich noch, dann würde ich jetzt mit Minions doch noch nachkommen. Also es ist immer, denke ich, wirklich eine gute Sache, sich ein paar Truppen noch in der Hinterhand zu halten. Ob es jetzt Barge ist oder was auch immer. Je nachdem, wie der Aufbau halt ist, klar. Und da geht's aufs Dunkle. Ja, King 5, weiß ich, brauche ich keine Angst vor haben. Das ist kein Thema. Da brauche ich keine Angst vor haben. Bitte trigger dann danach auch wieder das gleiche Ziel. Macht sie natürlich nicht, die alte Sau. Zuerst hat sie schön aufs Dunkle geballert und dann nimmt sie sich erstmal das Goldlager vor. Wenn du jetzt wegrennst, dann gibt's Schläge vom Papa. Genau. So läuft das hier. Wie gesagt, keine Minions rausgeballert. Richtig positiv auf jeden Fall. Natürlich, klar, der Mega-Loot im dunklen Bereich war es auch nicht. Aber immerhin. Wir wollen ja sehen, ob das läuft hier. So, jetzt. Und jetzt, wie gesagt, alles, was ich mir nehmen kann. Klar, das Gold, das ist jetzt nichts. Das ist natürlich alles in den Sammlern drin, ne? Das Alex halt. Da, und das probiere ich halt eben noch ein bisschen mitzunehmen. Und eventuell sogar noch. Aber ich krieg die 50% kriege ich nicht mehr. Aber ich könnte mir das Townhall snacken. Aber das würde ich nicht mehr schaffen. Weil der Rage ist schon vorbei. Den habe ich nicht mehr. Zack. 6 Heiler. Ja, ist okay. 6 mal 60. Also 60, 60 Elixier verballert. 60k. Das ist in Ordnung. Ja, das geht. Queen lebt sogar gleich wieder. Einwandfrei. Ich habe relativ viele Minions, aber das ist gar nicht so verkehrt. Denn
700 reicht mir nicht. Oh, ist das geil, dass ich die Aufnahmen länger machen kann. Oh, ich finde das so geil. Weil wirklich, sonst hätte ich jetzt wirklich Schlussstrich ziehen müssen. viel zu wenig. Klar, in so einem Bereich kriegt man natürlich auch relativ schnell das Dunkle. Aber man will ja auch ein bisschen was. Na, hier, wie gesagt, Infernos, das lassen wir mal lieber. Da verbrennen wir uns lieber nicht die Finger. 700, ein bisschen zu wenig. Das Doppelte hätte ich gesagt, gut, okay, komm, nehmen wir. Zweieinhalb und Town Hall 9. Es wird schwer. Es wird auf jeden Fall schwer. Oh, kriege ich das hin? Ganz ehrlich, da bin ich ein Schisser. Ganz ehrlich, das... Da ist zu viel, da ist zu viel Ungenauigkeit drin. Klar sind 2,5K richtig was. 1,8. Das sieht schon um einiges besser für mich aus. Air Defense ist da, die sollte meine Luckys nicht komplett wasten. Fangen wir damit mal an. Und natürlich jede Menge Alex. Das ist natürlich richtig geil jetzt. So, kommt, macht mal noch ein bisschen was. Cleart mal noch ein bisschen was. Das war es schon mit dem Clearen. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe, sie geht nicht raus. Ah, sie schnappt sich das Gold. Schade, sie hätte sich natürlich... Wäre schöner gewesen, wenn sie sich gleich das Alex-Lager geschnappt hätte. Aber ich denke mal wirklich, wenn das groß in Anführungsstrichen rauskommt, dann fangen die definitiv an, die Queen runterzusetzen. Wenn die merken, dass man so wirklich mit der Strategie... Ah, schade, da, klar, Air Defense, richtig, richtig schlecht für meine Heiler. Dann muss ich natürlich auch die Heiler im Blick behalten, weil die natürlich dann... Beziehungsweise die Queen im Blick behalten, weil die Heiler natürlich dann nicht mehr so krass mein bestes Stück heilen können. Muss ich von hier nochmal. Und ich habe nur noch 3. Ja klar, die sind jetzt hoffnungslos überfordert da. Jetzt würde ich mir fast mal wünschen, dass sie gegen eine Mauer geht. Es sind nur 2 Heiler gerade. Muss ich... Ah, schade, der nächste, der weggeht. Aber so seht ihr mal. Hätte ich die jetzt alle am Anfang gedroppt, wäre es richtig daneben gewesen. Sieht schlecht aus, würde ich sagen, fürs Dunkle. Die rennt komplett einmal rum. Na, schade. Also, bringt es halt leider wirklich nichts, wenn man... Wenn man die... Man muss wirklich richtig ordentlich clearen können. Dass die Queen halt wirklich definitiv nicht draußen rumgeht. Weil so habe ich jetzt schön meine 50%, hui, aber habe wenig. Ja, das habe ich verpennt. Das habe ich verpennt. Eventuell in einer Kombi noch mit einem Rage. Dass man die sogar noch raged. Dass das vielleicht noch besser läuft. Das könnte gut klappen. Dass man sagt, komm, hier... Hau ich den noch raus? Nee, den hau ich nicht raus. Ich brauche ja eh ein bisschen, bis ich den Rest der Truppen gebaut habe. Dann, na komm, Rathaus ziehen wir uns noch. Zack, Rathaus ist down. Ja, ärgerlich auf jeden Fall, weil da hat es sich dann nicht gelohnt, ganz klar. Aber wie gesagt, ihr sollt halt die volle Bandbreite sehen. Ihr sollt nicht nur sehen, ah ja, läuft, 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 super. Sondern ihr sollt eben auch sehen, oh ja, da klappt es nicht, da gibt es Verbesserungssachen und so weiter und so fort. Oder, oh, der Guse hat es ja total fail gemacht. So sieht's aus. Das war's erstmal für dieses Video. Ich werde im nächsten nochmal damit angreifen. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so eine total epische Sache, über die man erstmal 20 Videos machen könnte. Ihr haut rein. Ciao, ciao.